Was ist mir egal? Ach ja, komm, wenn wir da jetzt so easy hochkommen, dann mache ich das. Wenn nicht, ja, okay, es geht. Okay. Hihi. Wie er rennt. Ich glaub's ja nicht. Der rennt ja süß. So, was kommt als nächstes? Irgendwie haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich dem... Wir sind dem Typen ja nicht auf die Schliche gekommen, ne? Ich wüsste jetzt nicht, dass... Da gab's jetzt irgendwie noch einen Twist, dass noch jemand dahinter steckte. Ich glaube nicht, oder? Wir haben jetzt den getötet, der für alles verantwortlich war. Also denke ich jedenfalls. Kam jetzt für mich so rüber. Hä? Laden. Laden. Ich liebe diese Ladezeiten, ich glaube es nicht. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Habe ich schon. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? War keine gute Idee. Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Krieg. Dreh den Rat nochmal um. Was gab euch das denn? Neues Arschloch. Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Bah. Alle hassen mich jetzt. Sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Oh Mann, da habe ich ganz schön aufs Maul bekommen jetzt.
Ich finde es schön, wie sie mich als kaltblütigen Mörder bezeichnen. Als hätte es irgendwas geändert, wenn sie es mir erlaubt hätten. Dann war es nicht mehr so kaltblütig, weil dann musste ich es ja machen. Dann war es mir erlaubt. Ja, so sind sie. Wie geht es dir? Vor allem verstehe ich nicht, für die Leute brauche ich eine Erlaubnis, aber jetzt die Wachen und so, die ganzen Wachen und Extremisten, die kann ich einfach so abschlachten, da sagt keiner was gegen. Hauptsache, der Mann ist wichtig und hat einen Namen. Sobald der Mann einen Namen hat, muss ich um Erlaubnis bitten. Wenn das irgendein unwichtiger Nebencharakter ist, ja, scheiß drauf, der kann sterben, das ist so... Ich kenne seinen Namen ja nicht mal, da kann er ja nicht so wichtig sein. Den wird schon keiner vermissen. Nee. Ich fühle mich jetzt schlecht. Er hat mich wieder Pisspot genannt. Ich war doch schon bei Bursche. Jetzt bin ich wieder bei Pisspot. Oh, ich wurde degradiert. Ich fühle mich schlecht. Oh. Ich fühle mich so schlecht. Alles nur wegen Arno. Blöde Sau. Weil ich selber keine Entscheidungen treffen darf. Ich hätte natürlich gefragt, ne? Also, gar keine Frage. Sag mir jetzt, wer die Revolution ist. Ich sag euch gar nichts. Gut. Das. Ich hab doch gar nichts getan. Oh, hier, ab in den Pub. Komm ich hier irgendwo wieder raus? Ja, da, Fenster. Ah, aus dem Weg. Tschüss. Haha. Oh, er hat mich gesehen. Oh, verdammt. Ach du Kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht gut. Ich bin beinahe tot. Ich hab wieder... Wo habe ich denn meine Medizin wieder her? Ich dachte, ich hätte keine mehr. Ich dachte ehrlich, ich hätte keine Munition, sag ich schon, keine Medizin mehr. Da habe ich mich wohl getäuscht. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung. Ist das nicht das gleiche Ding, wo ich vorhin schon war, wo ich den Silberschmied rausgeholt habe? Ist das die Ratte? Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Okay, abgehen. Was war das? Einmal hier hoch, bitte. Du kleine Ratte, ich prügel dir das. Boah, ich hasse euch alle. Weg abschneiden! Wir legen dich um und schlagen dich in Stücke! Ich sehe dich! Ich mach dich nieder! Da bist du ja! Ich muss hier weg! Hallo. Ich will doch nur hier durchs Fenster rein. Hallo? Mehr wollte ich doch gar nicht. Warum war das jetzt so schwer, Alter? Ich reiß dir das Herz
So. Dich habe ich doch jetzt fast. Na komm. Dankeschön. Okay. Plündere ich euch mal. Vielleicht habt ihr ja Medizin oder ähnliches. Ein Taschentuch. Und Mais. Und noch mehr Mais. Boah, jetzt hör auf rumzuheulen, meine Güte. Ist ja nicht auszuhalten, ne? Mir tut alles weh, oh. Ich muss da runter. Unter Tiberius war die Huldigung Brutus ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula! Verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Kann ich hier runter, ohne dass mich irgendwie bemerkt? Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Ich finde das so witzig, dass ich mich als Frau oder so einfach ausgeben kann. Der Großmeister will die Reihen der Politiker lichten, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für unsere letzten Aktivitäten. Das wird sich alles klären. Das schmeckt mir nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Ihr habt es noch nicht gehört? Was gehört? Lafreniere ist tot. Seit Stunden, ja. Assassinen. Das wäre so praktisch. Ah, so ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Oh, verdammt. Ich hab den direkt in die Hände gespielt, nein. Kommt, wir holen den Kapitän und beginnen. So, warum kommen die, warum drehen die wieder um? Geht er noch höher? Ja, okay. Alles klar. Was glaubst du, wie spät es heute werden wird? Tick, tack, Freundchen. Bernard. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Luxemburg. Wie war das? Luxemburg? Ihr seid sehr klug. Rui, macht hier sauber, schnell. Komme sofort. Ihr habt das Wiesel gehört. Hat er ihn gerade aus dem Fenster geschmissen? Gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Okay. So weit, so gut. Ich glaube, dieses Verkleiden ist bisher echt die beste. Einen Ort finden, das Treffen zu belauschen. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug zerstört er sich gegen. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freunde. Aha. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse.
Ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Siver und den Roar de Thun bereits. Siver und der Roar haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafreniere. Leider kann Monsieur Lafreniere ihr nichts mehr sagen. Elise! Verdammt, Alter, wollte Lafreniere aussteigen, oder? Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt, euer Glück kann nicht ewig währen. Wohl wahr. What the fuck? Dann überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Ich werde mich ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Ist das... Alter! Ich verdreifache die Wachen. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Yeah, Alter, ist das schwer. Wow. Na, ich glaube, ich verkleide mich lieber und gehe. Sind die überhaupt frisch? Hey, wir haben einen Spion, Männer. Hier treibt sich ein Spion herum. Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst habe. Ich hau lieber ab. Ich muss nur ein Fenster finden. Du verlierst dein Tempo, toter Mann. Fenster, Fenster, oh mein Gott. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden. Fang ihn! Als nächstes geh runter. Hier muss irgendwo ein offenes Fenster sein. Der Spion ist noch hier. Da ist es. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass es der dümmste Fehler überhaupt war, diesen, wie hieß er nochmal, Defranier umzubringen? Dass ich damit eigentlich nur unglaublich in die Karten von den Templern gespielt habe. Dass ich quasi nichts Schlimmeres hätte machen können. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube nämlich ja. Und das wäre mir ganz schön peinlich. Ich wollte eigentlich wieder beide erwischen, aber das war wohl nix. Cool, ich bin schon wieder tot. Kämpfen ist echt scheiße. Das ist ultra schwer. Wieso bin ich so blöd, was das Kämpfen angeht? Ich weiß noch, früher war das Kämpfen so einfach. Einfach nur angreifen und wenn das LT drücken zum Ziel und dann immer nur B, B, B. Oder war es X? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey, zum Glück bin ich gestorben, ich muss nicht mehr so weit rennen. Geil. Jetzt gehe ich schon wieder direkt zu Elise, anstatt dass ich Bescheid gebe. Oh, das ist doch kacke, Alter. Was soll denn das? Elise? Elise! Elise! Verdammt! Wie war das? Hotel Voisin? Merde! Ich bin doch so behindert! Ey, die schmeißt mich bestimmt noch aus der Bruderschaft raus, weil ich immer so eigenwillig bin. Das ist doch kacke. Scheiß doch mal auf Elise, du wirst sie eh nie nageln können.
Du hast es verkackt. Sie denkt, du hast ihren Vater getötet.